Die Rennen in Italien sind immer wieder etwas Besonderes. Hier gab es etliche Rekorde. Zum Beispiel den geringsten Vorsprung 1971, als ein gewisser Peter Gassin nur eine Hundertstelsekunde vor Ronnie Peterson ins Ziel kam. 1965 wechselte die Führung sage und schreibe 65 Mal und Kimi Räikkönen erreichte vor knapp einem Jahrzehnt eine Höchstgeschwindigkeit von 370 km/h. Die Fahrer heute haben also alles andere als leichtes Terrain vor sich. Wir befinden uns zum heutigen Grand Prix knapp 20 Kilometer nordöstlich von Mailand und beim Monza Circuit können wir uns auf Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 346 km/h gefasst machen. Eine 5,79 Kilometer lange Strecke, 11 Kurven und 7 davon Schikanen mit offenem DRS und dem Windschatten des Vordermanns, da sollten heute jede Menge Überholmanöver zu sehen sein. Es ist mir eine große Freude, erneut von Stefan Römer unterstützt zu werden. Jetzt würde ich gerne mit dir über Valtteri Bottas reden. Der Podiumsplatz beim letzten Rennen war wirklich großartig. Denkst du, sie können das an diesem Wochenende wiederholen? Im Motorsport gibt es natürlich keine Garantien. Aber ich denke, dass ihre letzte Performance ihrem Selbstvertrauen ganz gut getan haben dürfte. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Alfa Romeo startet also von der Pole und daneben steht Charles Leclerc. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Vettel, Gasly, Lance Stroll und Bottas. Räikkönen, Norris, Verstappen, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Devon Butler, Magnussen, Hülkenberg, Lewis Hamilton und Perez. Albon, Weber, George Russell und Daniel Ricciardo. Grosjean und Carlos Sainz startet aus der letzten Reihe. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für unseren Motorlieferanten. Lass uns ein spannendes Rennen für Sie fahren. Und damit herzlich willkommen zurück zu F1 2019 in der Karriere. Ja, wie es sich schon in Spa angekündigt hat, so ein bisschen, haben wir aktuell eine richtig gute Performance im Auto. Und ja, dadurch konnten wir wieder die Pole Position rausfahren. Ob es bei den nächsten Rennen auch so sein wird, bezweifle ich ein bisschen. Aber ich werde trotzdem die KI nochmal um einen Prozentpunkt auf jeden Fall hochschrauben. Und ja, mal gucken, ob es überhaupt im Rennen so gut laufen wird wie in Spa, wo wir dann unseren allerersten Rennsieg eingefahren haben. Denn das ist hier nicht so eine einfache Geschichte, wie es in Spa war, wo wir doch einen deutlichen Vorsprung hatten im Qualifying. Hier hatte ich im Q1 und Q2 jedes Mal einen Rückstand von knapp einer halben Sekunde. Und ja, im Q3 habe ich dann irgendwo diese halbe Sekunde wieder rausgeholt und war dann knapp eine Zehntel schneller als Charles Leclerc. Und ja, mal schauen, ob es hier auch so gut funktionieren wird wie bei Leclerc in der Realität. Der hatte ja auch in Spa sein erstes Rennen gewonnen und ja, in Italien dann sein zweites. Und bei beiden hatte er die Pole Position. Also wenn das kein gutes Omen für uns ist, ja, dann weiß ich auch nicht so genau, aber man weiß halt nie. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir ein gutes Rennen haben werden und würde sagen, wir starten einfach mal in das Rennen rein. Beim Übungsstart konnten wir keine Probleme feststellen. Behalte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Ah, wir werden erstmal die Reifen ein bisschen auf Temperatur bringen. Die brennenden Ferrari sind natürlich hier brandgefährlich. Die werden wahrscheinlich unsere Hauptkonkurrenten im Rennen sein. Natürlich Ferrari E-Prestige hier in Italien und wir fahren hier auch im Alfa Romeo mit einem Ferrari Motor, also von daher ist das quasi eine Art Ferrari internes Duell, kann man schon fast sagen.
Jetzt sollten sie eigentlich warm genug sein, die Reifen. Hoffe ich zumindest. Ja, Leclerc fährt einfach mal eiskalt durch uns durch, genauso wie Vettel. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das nervt mich an der KI immer noch, dass die einfach bei der Einführungsrunde durch einen durchfährt. Behalte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer... Ja, und du brichst ab, während alle Fahrer da sind. Start war gut, aber Leclerc hatte auch einen sehr guten Start. Es war eng mit Leclerc. Aber wir sind vorne geblieben. Und Stroll ist auf der 3. Wie zur Hölle hat er das denn gemacht? Und er greift sogar Leclerc hier gerade an. Wenn er innen bleibt, könnte er an ihm vorbeikommen. Ja gut, der... Force India hat einen Mercedes-Motor und der ist jetzt auch nicht gerade schlecht. Also von daher ist da schon was möglich. Auch wenn Lance Stroll nicht gerade der Fahrer ist, der vorne fährt. Wenn, dann ist es eher Sergio Perez, der bei Force India die Punkte reinholt bzw. die guten Platzierungen rausfährt. Und nicht Lance Stroll. Man muss mal ganz klar sagen, der Junge ist halt durch seinen Vater in der Formel 1. Da ist jetzt nicht unbedingt das Talent das Ausschlaggebende. Und Vettel hat sich wieder an Stroll vorbeigekämpft. Und Leclerc macht uns hier die Hölle ein bisschen heiß. Hat sich hier kurz vorbeigeschummelt, aber alles in Ordnung. Hier wird er nicht vorbeikommen. Die Chance gebe ich ihm nicht. Ich muss mal ein bisschen Benzin sparen, um im Fall der Fälle auf der Geraden gegen ihn ein bisschen bestehen zu können. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der direkt von Anfang an volle Pulle fährt. Aber der gast schon gut an. Aber jetzt hat er ein bisschen zurückstecken müssen und dadurch ist er ein bisschen zurückgefallen. Das ist gut für mich. Und jetzt ist Vettel an Leclerc vorbei. Und Stroll ist Zweiter und Leclerc ist Dritter. Jetzt ist Vettel Dritter. Also da sind sehr große Verschiebungen. Hülkenberg ist die schnellste Runde gefahren. Krass. Ja gut, ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade bei mir läuft es nicht so optimal. Direkt hinter mir wird ganz schön gekämpft. Da ist klar, dass da auch keine Top-Zeiten gefahren werden. Ich muss ein bisschen eher Essen und Benzin noch sparen. Dann dürfte es im Rennen nicht mehr so große Probleme geben. Und ich kann vielleicht die Reifen noch ein bisschen schonen, um vielleicht ein oder zwei Runden länger hier mitfahren zu können. Ach Jeff, nerv mich nicht mit deinem ERS. Ich weiß, dass ich viel ERS habe, aber ich will es mir für den richtigen Zeitpunkt aufsparen. Und der wäre zum Beispiel hier aus der Kurve raus.
Jetzt hier können wir auch wieder auf Standard stellen. Dann dürfte das jetzt... Ja, der Abstand ist schon ein bisschen. Eine Sekunde. Sieht irgendwie mehr aus, ist es aber nicht. Ich habe jetzt eher mit 1,5 Sekunden gerechnet oder 2, so wie es eben aussah. Und Bottas ist aktuell Dritter. Vor ihm Sebastian Vettel. Also das sind so große Verschiebungen gerade. Das ist gar nicht mal so schlecht. Kann uns eigentlich nur helfen im Rennen, wenn die sich alle ein bisschen aufhalten gegenseitig. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Jetzt können wir mal ein bisschen angasen. Immerhin absolut schnellste Runde gerade gefahren. 7,2 Sekunden. Ja, Benzin reicht. Also ich glaube, ich habe genug angespart in den ersten Runden, um hier das Rennen gut bestreiten zu können. Das dürfte gut sein. Und hier im zweiten Sektor kann man, finde ich, auch sehr viel Benzin sparen, indem man hier auf Mager ein bisschen unterwegs ist. ...1,4 Sekunden aktuell. Vorsprung ist mir aber noch nicht genug. Da muss ein bisschen mehr sein. Aus der Kurve sind wir jetzt gerade ganz gut rausgekommen. Aktuell sieht es gut aus. Vettel ist der Einzige, der ein bisschen mithalten kann. Aber wir hatten hier auch ein echt gutes Setup, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, deshalb Setup muss ich sagen, das fahre ich mit jedem Auto hier. Das fährt sich echt gut und hat auch einen guten Speed. Aber der Abstand zu Vettel bleibt ungefähr gleich. Ich ab und zu auch mal einen Sektor drin habe, der nicht so gut ist. Aber 2,1 Sekunden. Finde ich in Ordnung. Da könnte ich definitiv mit leben. Ich glaube, ein bisschen Benzin natürlich trotzdem noch sparen hier, jetzt im zweiten Sektor. Wow.
das hat Zeit gekostet, und zwar mächtig Zeit gekostet. Also von den 2, noch was ist wahrscheinlich jetzt, ja, vielleicht noch eine halbe oder 1/18 maximal übrig. Das hat mich jetzt richtig Zeit gekostet. Ja, ich sag, halbe oder 1/18. 1,7 Sekunden war die Runde langsamer. Jetzt ist er natürlich im DRS-Fenster, wo ich ihn jetzt ganz schnell wieder rauskriegen muss. Verdammt. Das ist jetzt richtig doof gelaufen. Muss jetzt ein bisschen pushen. Momentan fährt der Wagen hinter dir jede Runde etwa eine Sekunde schneller. Ja, jede Runde. Das war jetzt eine Runde, Jeff. Also sei mal ruhig. Jetzt habe ich natürlich die Kurve auch nicht vernünftig gekriegt. Dadurch ist er jetzt noch ein Ticken näher dran. Das schmeckt mir jetzt gerade überhaupt nicht. Ich habe gedacht, ich könnte vielleicht ein bisschen einbremsen. Hat leider nicht funktioniert. Er hängt mir halt direkt am Arsch. Ich muss versuchen, innen zu bleiben. So konnte ich nämlich jetzt hier wieder dran vorbeiziehen. Wow. Den Curb sollte man definitiv nicht so oft nehmen. Ich glaube Runde 11 oder so, ne? Ja, 11 bis 13. Ah, ich glaube Runde 11 sieht da schon sehr gut aus. Nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Verdammt. Genau, Streckenbegrenzung. Ich bin auf dem Curb gefahren. Alter. Verpiss dich. Fand ich jetzt nicht so nett von Vettel. Grosjean aus dem Rennen. Der Abstand ist wenigstens jetzt ein bisschen größer. Ich habe halt kaum ERS bzw. 48%, aber das ist jetzt nicht die Welle, aber es füllt sich auch gerade nicht wirklich. Ich glaube, weil mein ERS generell ein bisschen mittlerweile abgenutzt ist. Cool, es geht eigentlich noch. Eigentlich dürfte da noch nicht wirklich was sein. Er ist halt auf eine halbe Sekunde dran und kriegt jetzt natürlich hier komplett DRS. Ja, Grosjean steht hier im Alter. Der hing mir ja gerade komplett im Getriebe. Also gerade habe ich irgendwie Speed-Probleme. Vettel, Alter, ist hier deutlich schneller. Vom Titsch der mich hier ab und zu mal ein bisschen an. Also so langsam müsste sein Flügel mal kaputt gehen, so oft wie der mich jetzt schon angetitscht hat hier. Wow. Den kannst du wieder haben, Vettel. Selber schuld. Wenn du mir so in die Karre bretterst, ganz ehrlich, dann revanchiere ich mich auch bei dir.
Ist mir so egal. Auch wenn er ein Ferrari ist, okay, und ich Ferrari liebe. Okay, deinem Hintermann beträgt 3,0 Sekunden. Aber das lasse ich mir von der KI halt nicht gefallen. Das ist halt eine KI. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Ist die Frage, ob ich diese Runde schon reingehen soll oder nicht. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 11,9 Sekunden. Ah, so weit weg ist er ja gar nicht, der Raikön. Perez aktuell vor Leclerc. Das kann er gerne bleiben. Der soll den Leclerc mal ein bisschen aufhalten. Da hätte ich wirklich nichts gegen. Ich glaube, ich fahre noch eine Runde. Und in Runde 12, glaube ich, komme ich in die Box. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den EAS-Einsatz. Du musst diese Runde reinkommen. Muss ich nicht, Jeff. Eine Runde bleibe ich noch draußen. Perez geht an die Box, Leclerc fährt weiter. Und Leclerc ist derjenige, gegen den ich gerade fahre. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, dass ich jetzt draußen geblieben bin. Ich denke mal nämlich, dass der auch erst nächste Runde an die Box gehen wird. Dann habe ich ihn nämlich definitiv in der gleichen Strategie dran wahrscheinlich. Das ist eine versuchte Overcut. Benzinplanziel ist plus 1. Schnellere Motoreinstellungen sind verfügbar. Alles ruhig, Jeff. Ich mach das schon. Diese Runde gehst du an die Box. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Das stimmt, ich hätte es ihm ja auch sagen können. Ja, Leclerc kommt auch an die Box. Und hier ziehen ihm auch gelbe Reifen auf. Teamkollege in der Box. Das war jetzt natürlich clever von ihm. Es sei denn, die Jungs in der Boxen. Die Gäste haben die Reifen noch nicht rausgeholt. Und Hamilton ist vor mir. Ich denke mal, der war noch nicht an der Box. Allerdings, wenn er schon an der Box war, hat er echt einen krassen Vorsprung rausgefahren. Weil der fährt schon auf Medium. Aber ich glaube, der hatte durch Strafversetzung, dass der eh hinten war, dass er deswegen auf Medium ist. Irgendwie sowas. Zwei gemacht auf Perez. Das heißt, Perez ist vor Leclerc geblieben. Nee, Stroll. Wer war denn eben vor dem Stroll oder Perez? Ich weiß es gar nicht mehr. Kopf auf Mager müssen wir jetzt nicht mehr runterschalten, groß. Nur wenn wir einen harten Kampf haben, wir müssen viel auf Fett fahren, dann muss ich halt im zweiten Sektor mal ein bisschen wieder Benzin sparen, aber aktuell sollte es klappen. Hamilton fährt weiter, Norris ist an der Box. Okay, der Abstand zum Norris wechselt auf hart. 6 Sekunden.
Der ist seine Reifen so hart drangenommen. 2,7 Sekunden. Und Bottas ist gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Wagen vor mir. Okay, anscheinend erkennt er das Mikro gerade wieder nicht. Hamilton vor dir. Sie fahren mit alten Mediums. Ja. Ihre Reifen sind 13 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,26,1. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Ich konnte mir nämlich nicht vorstellen, dass der, wenn er hinten startet, auf einmal schon einen Boxenstopp hat. Das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und da der an die Box muss, haben wir gegenüber dem nichts mehr zu befürchten. Das heißt, selbst wenn ich an ihm dran wäre, jetzt müsste ich ihn nicht mit der Brechstange überholen. Also aktuell sieht alles wieder sehr gut aus hier im Rennen. Leclerc ist diesmal wieder an Perez vorbeigegangen. Aber das kann sich hier auf den Geraden halt sehr schnell auch wieder ändern. Windschatten und DRS bringen halt sehr, sehr viel Geschwindigkeit.